Alles gut. Meine Damen und Herren, ich eröffne unsere heutige Sitzung, begrüße Sie zurück aus der Sommerpause. Ein kurzer Hinweis zu Beginn, unser Fotograf Herr Zapf wird heute während der gesamten Sitzung Aufnahmen von Ihnen hier im großen Festsaal machen und sich entsprechend auch bewegen. Ich bitte um Ihr Verständnis. Und bevor wir gleich in die heutige Tagesordnung einsteigen, gibt es zunächst einmal Geburtstagsglückwünsche. Diese richten sich an unseren Kollegen und Vizepräsidenten Frank Schmidt. Lieber Herr Schmidt, im Namen des ganzen Hauses herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Bevor wir gleich in unsere heutige Tagesordnung einsteigen, vorab noch den Hinweis, dass die Fraktionen abweichend von der Empfehlung des Ältestenrats übereingekommen sind, die Tagesordnung um einen Punkt zu ergänzen. Dabei handelt es sich um die Wahl von zwei vertretenen Mitgliedern für die Kommission für Stadtentwicklung, Drucksache 1071, die als Top 9a nachträglich in unsere Tagesordnung aufgenommen wurde. Meine Damen und Herren, wir kommen zur Aktuellen Stunde. Es sind vier Themen angemeldet worden, und zwar von der CDU-Fraktion: Hamburg Spitzenreiter bei Corona-Neuinfektionen, Risikopatient Schule, was hat der Schulsenator die letzten 5 Monate gemacht? Von der Fraktion Die Linke lautet die Anmeldung: Danke heißt bessere Arbeitsbedingungen bei Bus und Bahn in dieser Tarifrunde. Dann die Anmeldung der AfD-Fraktion: Rotes Corona-Party, 1.000 € Geldstrafe, das kann doch nicht alles sein. Und schließlich die Anmeldung der SPD-Fraktion: Gesundheitsschützen, Eltern entlasten, Bildungsgerechtigkeit sichern. Hamburg bewältigt die Corona-Pandemie und macht Regelunterricht möglich. Ich rufe das erste Thema auf, weise noch einmal darauf hin, dass die Redezeit in der ersten Runde jeweils 5 Minuten, in allen weiteren Runden dann 3 Minuten beträgt. Das Wort wünscht Herr Thering und er bekommt es. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Hanseaten halten zusammen. Damit haben wir gemeinsam Regierung und Opposition unsere Stadt erfolgreich durch die ersten Monate der Corona-Pandemie geführt. Doch in den letzten Monaten, spätestens nach der Senatsneubildung, hat dieser Senat bei der Bekämpfung des Coronavirus den rot-grünen Faden nach und nach immer mehr verloren. Denn im Moment läuft irgendwie nichts mehr so, wie es eigentlich laufen sollte. Meine Damen und Herren, die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt wieder an, und wir müssen auch weiterhin mit aller Kraft dafür kämpfen, dass es nicht zu einem erneuten Shutdown kommt. Denn das wäre sowohl für unsere Gesellschaft als auch für unsere Wirtschaft und unsere Schulen mit katastrophalen Folgen verbunden. Und Herr Tschentscher, Ihr anfänglich konsequentes Krisenmanagement ist mittlerweile eine Geschichte voller Missverständnisse. Der gewonnene Vorsprung, den wir uns hier alle zusammen mühselig erarbeitet haben in Hamburg, ist dahin, und tatsächlich wird dieses insbesondere bei den Schulen mehr als deutlich. Sie haben den Neustart in unseren Schulen vollständig verstolpert. Und das ist nur das i-Tüpfelchen. Innensenator Grote feiert seine Wiederernennung ohne jedes Schuldbewusstsein. Und dass Urlaubsrückkehrer eine potenzielle Gefahr für das Infektionsgeschehen darstellen, war uns allen bewusst. Die Urlaubszeit kam auch nicht überraschend. Trotzdem haben Sie das Testzentrum am Hamburger Flughafen erst am Ende der Sommerferien eröffnet. Aus dem Risikogebiet, ungetestet, auf die Schulbank. Am Hauptbahnhof soll das Testzentrum
erst in 2 Wochen eröffnet werden. Das, meine Damen und Herren, und das sage ich sehr deutlich, das ist kein gutes Regieren, das ist politisches Missmanagement, das dieser Senat zu verantworten hat, meine Damen und Herren. Auch beim Corona-Cornern haben Sie viel zu lange tatenlos zugesehen. Maskenverweigerer in Bussen und Bahnen werden immer noch nicht sanktioniert. Und ich sage ganz deutlich, beim Kampf gegen dieses Coronavirus hilft kein Zaudern und kein Zödern, sondern nur ein konsequentes Handeln, meine Damen und Herren. Und lieber Herr Tschentscher, wenn Sie künftig wieder die Bundesregierung für Ihre Corona-Politik kritisieren, an der Ihre Partei ja auch maßgeblich daran beteiligt ist, machen Sie erstmal Ihre Hausaufgaben hier in Hamburg. Da haben Sie genug mit zu tun und versuchen Sie nicht, durch Fingerzeig auf andere von Ihren Verfehlungen hier in Hamburg abzulenken. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie hier wieder zurückkommen zu einer vernünftigen Corona-Politik und dann sind wir auch weiterhin an Ihrer Seite, meine Damen und Herren. Hamburgs Schüler haben besonders unter der Schulschließung gelitten. Eine Rückkehr zum Regelbetrieb war richtig, aber die hätte unter Corona-Bedingungen auch deutlich besser vorbereitet werden müssen. Stattdessen eine unterirdische Informationspolitik, keine Planung für Hybridunterricht, keine funktionierenden Hygienekonzepte. Die Verunsicherung bei Eltern, Schülern und Lehrern ist riesengroß und wir haben daher als CDU-Fraktion gesagt, wir müssen helfen, wir wollen zuhören und haben eine eigene Schulhotline eingerichtet. Unglaublich groß war die Resonanz, viele haben sich an uns gewandt und diese große Resonanz zeigt ja einmal mehr, wie schlecht die Wiedereröffnung in den Hamburger Schulen gelaufen ist. In manchen Schulen warten Lehrerinnen und Lehrer immer noch auf ihre versprochenen Schutzmasken. Die strikte Trennung der Schulklassen erweist sich als impraktikabel und es fehlt an überzeugenden Hygienekonzepten. In einigen Schulen funktioniert es ja noch nicht mal, dass man vernünftig die Klassenräume durchlüftet. Ein kleines Mädchen, eine Schülerin, berichtete mir, dass sie für ihr Mittagessen nur 5 Minuten Zeit hat, weil auch die Essensversorgung völlig konzeptlos in einigen Schulen abläuft. Sie haben an ganz vielen Stellen viel zu spät oder gar keine Vorbereitung getroffen. Und ich sage ganz deutlich, so geht das nicht. So können wir nicht mit dem Wichtigsten, was wir haben, unseren Kindern umgehen, meine Damen und Herren. Wir als CDU-Fraktion bieten Ihnen aber Nachhilfe an. Nehmen Sie die Hinweise und Sorgen, die wir zusammengetragen haben, die wir direkt aus erster Hand von den Schülern, Eltern und Lehrern bekommen haben, ernst. Sorgen Sie dafür, dass es an Hamburgs Schulen wieder geordnete Verhältnisse gibt. Und lieber Herr Tschentscher, es ist an der Zeit, den Kampf gegen das Coronavirus endlich wieder mit aller Kraft und Professionalität anzugehen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Abatschi erhält nun das Wort für die SPD-Fraktion. Sehr geehrter Präsident, meine Damen und Herren, in den Hamburger Schulen hat aufgrund der Corona-Pandemie monatelang kein regulärer Schulbetrieb stattgefunden. Nach den Sommerferien hat nun das neue Schuljahr mit dem regulären Schulbetrieb gestartet. Das ist gut für die Schülerinnen und Schüler und das ist eine große Entlastung für deren Eltern. Die Entscheidung, die Schulen für den regulären Unterricht zu öffnen, haben wir uns nicht leicht gemacht. Insbesondere unser Schulsenator musste nach einem intensiven Abwägungsprozess eine Entscheidung treffen. Im Gegensatz zur CDU, die bereits im Mai eine vollständige Öffnung der Schulen und zwar ohne Masken verlangte. Wenn hier jemand kein Konzept und keinen Plan hat, dann ist das die CDU, meine Damen und Herren. Natürlich ist der Schulstart in Corona-Zeiten mit Unsicherheiten verbunden. Auf einer Seite muss der Gesundheitsschutz aller Beteiligten gewährleistet sein, auf der anderen Seite müssen die Eltern entlastet werden, aber vor allem das Recht auf Bildung der Kinder und Jugendlichen muss sichergestellt sein. Um den Gesundheitsschutz zu gewährleisten, hat die Behörde ein komplett neues Regelwerk für den Schulbetrieb und den Unterricht für 250.000 Schülerinnen und Schüler sowie rund 30.000 Schulbeschäftigten erarbeitet.
Dieses Regelwerk umfasst rund 100 Seiten und erhält Regelungen vom Abstandhalten beim Singen im Musikunterricht über die ärztliche Atteste bis zur Frage der Ausleihe von Laptops an Schülerinnen und Schüler. Dass der Schulsenator die Maskenpflicht außerhalb des Unterrichts angeordnet hat, ist aufgrund des besseren Infektionsschutzes ist richtig und das ist eine kluge Abwägung. Gerade das Thema Maskenpflicht war keine Entscheidung, die man einfach so treffen konnte. Selbst die Wissenschaftler und vor allem Virologen sind sich immer nicht einig, was das Thema Mund-Nase-Bedeckung in den Schulen betrifft. Insgesamt fährt Hamburg im Bundesvergleich einen vernünftigen, besonnenen Kurs, der die verschiedenen Argumente klug abwiegt und nicht einseitig entscheidet. Nach unserem aktuellen Kenntnisstand erweist sich dieser Kurs als richtig, denn bisher kam es wohl noch zu keinen Ansteckungen mit dem Virus innerhalb der Schule. Falls sich das ändern sollte, werden wir sicherlich die entsprechenden Maßnahmen ergreifen, die dann notwendig sind. Die Konzepte für die unterschiedlichen Szenarien werden dann umgesetzt werden. Meine Damen und Herren, diese komplett und teilweise schulische Lockdowns haben gezeigt, dass die Kinder Präsenzunterricht brauchen. Kinder brauchen den Austausch mit Lehrerinnen und Lehrern, mit Schülerinnen und Schülern. Das hat auch deutlich gemacht, dass neben den Lerndefiziten auch mögliche Entwicklungsdefizite hinzukommen könnten, wenn der Kontakt zu Gleichaltrigen stark eingeschränkt bleibt. Das Recht auf Bildung ist ein hohes Gut. Wir können es nicht zulassen, dass die Schere zwischen Schülern und Schülern aus bildungsnahen und bildungsfernen Familien sich weiter öffnet. Die Sicherstellung der Bildungsgerechtigkeit und der Bildungschancen tausender Kinder muss oberste Priorität bleiben. Aus diesem Grund ist die Öffnung für den regulären Unterricht richtig und wichtig. Der Fernunterricht, meine Damen und Herren, während des Lockdowns hat auch deutlich gemacht, dass wir den Weg der digitalen Ausstattung weitergehen möchten. Die Schülerinnen und Schüler, die zu Hause keinen Laptop haben, müssen sich ein Gerät ausleihen können. Auch Lehrerinnen und Lehrer sollten besser ausgestattet werden. Hamburg ist im Bereich der digitalen Ausstattung im Bundesvergleich an der Spitze. Der Senator hat dafür gesorgt, dass die Mittel aus dem Digitalpakt des Bundes voll ausgeschöpft werden konnten und Hamburger Schulen stehen damit etwa 50.000 Laptops und Tablets zur Verfügung. Das ist eine gute Nachricht, meine Damen und Herren. Bei dem Thema Digitalisierung geht es aber nicht nur um Hardware, es geht auch um Software, es geht um Lehrerfortbildung, es geht auch darum, den gesellschaftlichen Transformationsprozess zu begleiten. Denn die Aufgabe der Schule ist auch, die Kinder und Jugendlichen auf das Berufsleben vorzubereiten. Und das machen wir dann auch. Das machen wir, wenn man guckt, dass Hamburg im Bereich der neuesten Bildungsmonitors der neuen sozialen Marktwirtschaft den vierten Platz im Bundesvergleich bekommen hat. Und das ist auch eine gute Nachricht. Diesen Weg wollen wir weitergehen. In den nächsten Wochen und Monaten, meine Damen und Herren, sollten wir aber auch Opposition dafür sorgen, dass die Infektionszahlen nicht weiter steigen, Kitas und Schulen weiter geöffnet bleiben und wir alle einen sachlichen Diskurs über die Bildungspolitik führen, statt Untergangsszenarien an die Wand malen, um politisches Kapital aus den berechtigten Sorgen der Eltern zu schlagen. Vielen Dank. Das Wort bekommt Frau Müller für die Grüne Fraktion. Sehr geehrtes Präsidium, liebe Kolleginnen, unter den diversen Öffnungen gesellschaftlicher Bereiche im Zuge der letzten Monate nehmen die Schulöffnungen zum neuen Schuljahr eine besonders wichtige Rolle ein. Doch wem erzähle ich das? Schließlich würden wir heute hier nicht an dieser prominenten Stelle darüber reden, wenn Sie mir da nicht zustimmen würden. Wieso dies jedoch so ist, vergessen wir allzu oft in der Debatte zu thematisieren. Auch Sie, Herr Thering, sagen lediglich in einem Halbsatz, die Öffnungen sind ja richtig und führen sie nicht weiter aus. Doch führen wir uns diese Relevanz noch mal vor Augen.
Das Homeschooling im Zuge der Schulschließung verdeutlichte uns die dramatische Verschärfung der Bildungsungerechtigkeiten und sorgte für eine erhöhte Gefahr, dass Kinder und Jugendliche Opfer häuslicher Gewalt wurden. Dass diese Situation gesellschaftlich sowie für jedes einzelne Kind nicht mehr tragbar ist, steht dabei doch außer Frage. Präsenzunterricht und vor allem die Ermöglichung des Ganztags sind deswegen kein Selbstzweck. Nein, sie sind sondern ein entscheidender Faktor für eine sichere Kindheit und eine chancengerechte Entwicklung. Zugleich ist die Frage der Schulöffnung eine durch und durch feministische. Mit Erschrecken mussten wir den Backlash der Geschlechterrollenverteilung zulasten der Frauen im Haushalt wahrnehmen. Dass dieses Problem nicht erst durch Corona entstanden ist und auch keinenfalls durch den vermehrten Präsenzunterricht vollständig gelöst wird, denn dafür müssten wir eher die patriarchalen Strukturen auflösen, ist völlig klar. Doch wir müssen diesem Backlash einen Riegel vorschieben, den Riegel des Präsenzunterrichts. Ich muss Ihnen, liebe Kolleginnen, sagen, dass mir ein Aspekt in den letzten Monaten in dieser Debatte viel zu selten zu Ohr gekommen ist. Und zwar, dass Gesundheit mehr als Infektionsschutz ist. So hat die Zeit der Schulschließung deutlich gemacht, dass der schulische Alltag eine hohe Bedeutung für das psychische Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen hat, wie unter anderem die COPSI-Studie des UKEs aus diesem Sommer uns erst zeigte. Und last but not least, Schule ist ein Ort des sozialen Lernens, gefüllt von zwischenmenschlicher Kommunikation, Reflexion, geteilten Erfahrungen und wechselseitiger Anerkennung. Dieser Ort entsteht nur dank eines gemeinsam belebten sozialen Raums. Dort bildet man sich im Kollektiv. Während der Schulzeit entwickeln die SchülerInnen Freundschaften, Netzwerke und lernen in einer inklusiven und eben demokratischen Gesellschaft zu leben. All dies ist für ihre spätere Kreativität, ihre gesellschaftliche Teilhabe und folglich ihre individuelle Zufriedenheit von substanzieller Bedeutung. Dieses Leben in einer schulischen Gemeinschaft kann in virtuellen Formaten nicht nachgestellt werden. Doch diesen Raum des sozialen Lernens fand im letzten Schulhalbjahr kaum Platz, eben weil er sich erst im realen Raum zu entfalten beginnt. Durch die Schulöffnung schaffen wir eben diesen Raum. Nun gilt es, ein Schuljahr zu ermöglichen, das vor allem den sozialen und pädagogischen Dimensionen von Bildung gerecht wird. Wir merken, die Fülle der Gründe für Präsenzunterricht sind überwältigend. Doch lassen Sie mich vor dem Hintergrund meiner Ausführungen nochmal die doch sehr überzeichnete und zugespitzte Debatte der CDU einsteigen. Betrachten wir doch mal die aktuelle Situation. Herr Abatti hat das für uns eigentlich auch schon ganz gut ausgeführt. Die Infektionsraten in dieser Stadt sind zum Teil auch ähnlich hoch wie in vergleichbaren Großstädten. Hamburg ist kein Spitzenreiter bei Corona-Neuinfektionen. Und die Schule ist so gesehen auch kein Risikopatient. SchülerInnen sind weiterhin die Altersgruppe mit dem ab Anstand geringsten Infektionsrate. Zugleich infizieren sich die allermeisten erkrankten Kinder und Jugendliche beim Reisen in den Sommerferien und nicht in der Schule. Wir brauchen an dieser Stelle mehr Zuversicht in unsere Schulen, die im Sinne der Steuerungsphilosophie der Selbstverantwortung das Hygienekonzept an ihren SchülerInnen und LehrerInnen schafft, ihre schulischen Bedingungen und Anforderungen anpassen können. Ich komme, Sie merken schon, zu einem weniger drastischen Zustand des Chaos als Sie, liebe CDU. Und doch, und das will ich auch hier deutlich machen, bedeutet das nicht, dass uns die Infektionsgeschehen egal sind. Im Gegenteil. Wir alle müssen anerkennen, dass wir uns in einer konstant dynamischen Zeit befinden, die uns regelmäßig die Lage unter hohen Infektionsschutzkriterien neu bewerten lässt. Wir sind alle, so wie in den letzten Wochen, zu Umsicht im Schulalltag geboten, um einen nicht mehr eindämmbaren Anstieg der Infektionszahlen zu verhindern. Zugleich müssen wir die Lage in den kommenden Wochen ständig evaluieren und mit gut durchdachten Maßnahmen gegebenenfalls nachjustieren. Denn es bleibt dabei, dass auch dieses Jahr keine vollständige Normalität einkehren wird, solange kein Impfstoff vorliegt. Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke erhält jetzt Frau Bördinghaus das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Schulsenator ist in die Sommerferien gestartet mit einem denkbar schlechten Zeugnis seitens der Gymnasialschulleitung.
Ihr Hauptvorwurf, es gäbe kein schlüssiges Corona-Schulkonzept und die BSB würde über die Köpfe der Schulen hinweg regieren. Nach der Sommerpause erleben wir das gleiche unfähige Spiel. Mit seitenlangen Anweisungen werden die Schulen seitens der BSB drangsaliert, nur zu dem einzigen Zwecke, den Schulleitungen nämlich die letztendliche Verantwortung zu geben und die BSB fein rauszuhalten. Die Eltern haben sich in ihrer Not und Wut nun mit einem offenen Brief an den ersten Bürgermeister und den Schulsenator gewandt. Ich wundere mich, dass in den Reden davon überhaupt nicht die Sprache war. Ihre Hauptkritik ist, Corona zum Trotz wird so getan, als könne der Schulbetrieb laufen wie immer. Das mit dem Hygiene- und Abstandsgebot wird schon irgendwie klappen oder eben auch nicht. Der Senator weiß ganz genau, dass nicht jedes Klassenzimmer ausreichend gründlich gelüftet werden kann. Die nötigen Schutzmaßnahmen waren nicht da. Die Masken fehlten in den Schulen. Jetzt bekommt jede Lehrkraft gerade mal eine Einwegmaske. Die ist nach einer Stunde spätestens durchgeschwitzt und gehört in den Abfall. Das RKI geht bereits seit Mai von einer gleichen bzw. ähnlichen Empfänglichkeit bei Kindern und Jugendlichen für Covid-19 aus. Rabe, Tschentscher und Rot-Grün, wir dürfen es heute hier live erleben, haben dafür kein Gehör und reden sich lieber mit ihrer Debattenanmeldung die Verhältnisse in den Schulen schön. Erklären Sie mir, Herr Bürgermeister, wie geht das zusammen, dass Hamburg bundesweit das strengste und konsequenteste Corona-Schutzprogramm vertritt, aber in den Schulen lassen Sie den Dingen ihren gefährlichen Lauf. Das ist aus unserer Sicht ein böses Spiel mit dem Feuer. Sie feiern sich hier ab, Sie würden die Eltern entlasten und für Bildungsgerechtigkeit sorgen, indem Sie die komplette Schulöffnung erlauben und nehmen einfach nicht zur Kenntnis, dass unter den Bedingungen einer Pandemie dies ein absolut unverantwortliches Vorgehen ist. Damit erreichen Sie da genau das Gegenteil. Viele laufen mit Ängsten herum, alle sind verunsichert, fühlen sich belastet, fürchten sich vor Ansteckung, weil sie tagtäglich erleben, dass die dringend notwendigen Schutzmaßnahmen eben nicht eingehalten werden können. Damit provozieren sie geradezu den nächsten Lockdown und verhindern ihn nicht. Aktuell warnt das Robert-Koch-Institut vor größeren Menschenansammlungen in Innenräumen. Zählen Sie volle Schulklassen nicht dazu? Und klar ist doch auch, wenn wir irgendwann Corona mit einem Impfstoff bezwungen haben werden, so ist die nächste Pandemie so sicher wie das Amen in der Kirche. Da wäre es doch sinnvoller, statt immer wieder Sandsäcke gegen die Sturmflut zu füllen, die Deiche dauerhaft zu erhöhen. Übertragen. Zuhören. Übertragen auf Schule hieße das, neu zu denken, endlich neu zu denken. Wir brauchen neue Konzepte, die Präsenz- und Fernunterricht zusammen denken, verbinden und pädagogisch gestalten, die alle Kinder im Blick haben, die das Lernen in Kleingruppen fördern, mit außerschulischen Projekten über den ganzen Tag rhythmisiert und die die Selbstorganisation der Schulen und ihrer Eltern und Schülerschaft begrüßen und unterstützen und die anerkennen, dass Schule nicht der einzig mögliche Lernort sein kann und ist. Selbstverständlich dürfen Eltern nicht wieder mit Homeschooling und Homeoffice alleingelassen und belastet werden. Und diejenigen Schüler und Schülerinnen, die besondere Begleitung brauchen, müssen diese auch erhalten. Das gehört natürlich dazu und auch die digitalisierte Infrastruktur ist dafür ein wichtiger Baustein. Da hinkt Hamburg nach wie vor hinterher. Und es ginge, wenn es politisch gewollt wäre, ich merke, dass ich hier auf großen Widerstand stoße, wenn Senator Rabe nicht nur Schulsenator, sondern auch ein Bildungssenator wäre, der begreifen würde, dass Bildung auch jenseits von Stundenplan und Notendruck stattfinden kann. Ich wiederhole es nochmal. Wir leben in Zeiten einer Pandemie, wir erleben keine Sommergrippe. Deswegen brauchen wir jetzt Freiheit für die Schulen. Wir brauchen die Sicherheit der Familien, dass sie Gesundheit, Lernen und Arbeiten zusammen möglich machen. Und ich sage, es ist eine große Krise, es ist ein großes Experiment, was wir gerade erleben. Wir müssen aber diese Krise jetzt nutzen für kluge, gute, gerechte Schulpolitik mit einer vorausdenkenden, pädagogischen und nachhaltigen Planung. Und ich bin mir ganz sicher, die Schulen haben seit März großartige Arbeit geleistet. Und wenn wir einen Schulsenator hätten, der Interesse daran hätte, was die Schulen seit März an Projekten und Konzepten entwickelt hätten und wir würden sie jetzt auswerten und analysieren und weiterentwickeln, dann wären wir für die Zukunft gut aufgestellt. Vielen Dank.
Das Wort erhält jetzt Herr Dr. Wolf für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich möchte vorwegschicken, dass wir es beim Thema Schule und Corona mit einem sehr komplexen Thema zu tun haben. Ein eindeutiges richtig oder falsch hinsichtlich einer Maskenpflicht, auf die ich mich gleich konzentrieren möchte, gibt es hier sicher nicht, und alle, die dies vorgeben, verhalten sich doch allzu oft sehr populistisch. Zunächst stelle ich fest, dass der Schulsenator und seine Gesundheitsexperten ein ausgewogenes Konzept vorgelegt haben, unter Berücksichtigung der dynamischen Entwicklung der Pandemie und der neuesten Forschungsbefunde. Ein Konzept, das größtmöglichen Schutz einerseits, aber auch einen Wiedereinstieg ins schulische Lernen andererseits ermöglicht. Zwar ist es richtig, dass eine Maskenpflicht im Unterricht, wie von manchen gefordert, den Infektionsschutz erhöhen könnte. Die Frage ist aber, ob eine solche Maßnahme verhältnismäßig ist. Und das ist eine Frage, die auch hier wie bei jeder Corona-Schutz- oder Zwangsmaßnahme zu stellen ist, weil damit das individuelle Freiheitsrecht eingeschränkt wird. Eine Maskenpflicht im Unterricht kann nur dann verhältnismäßig sein, wenn ohne sie eine ernsthafte Gesundheitsgefahr für Schüler oder Lehrer bestünde. Dies wäre nur dann der Fall, rational betrachtet, wenn eine Infektion mit dem Coronavirus das Risiko einer schweren oder gar tödlichen Covid-19-Erkrankung für Schüler und Lehrer nach sich ziehen würde. Eine aktuelle Studie zeigt hingegen, dass in Deutschland von Stand 13. August 9.207 Todesfällen mit Coronavirus lediglich 3 Fälle aus der Altersgruppe von 0 bis 19 Jahren stammen. In Schweden, wo Schulen und Kitas während der Corona-Krise durchgehend geöffnet blieben, gab es keine Corona-Fälle bei den unter 20-Jährigen. Und wenn Sie jetzt fragen, ja, und was ist mit den Lehrern? Die Infektionsrate unter den schwedischen Lehrern war nicht höher als in anderen Berufsgruppen. Ganz ähnlich die Situation in Dänemark. Seit Ostern herrscht dort wieder Regelbetrieb an den Schulen. Desinfizieren, lüften, Abstand halten, Risikogruppen schonen. Das sind differenzierte, verhältnismäßig abgewogene Maßnahmen, die gleichzeitig schützen und Lernen ermöglichen. Die Hamburger Schulbehörde hat trotz derzeit 55 bekannten Infektionen bei Schülern und Lehrern keine Hinweise auf, soweit wir wissen, schwere, gesundheitsgefährdende Verläufe. Bei 285.000 Schülern beträgt die Quote der Infizierten derzeit 0,019%. Und schließlich, wir kennen die Zahl, alle bislang am Hamburger UKE obduzierten Corona-Toten wiesen schwere Vorerkrankungen auf und ein Durchschnittsalter von 82 Jahren. Vor diesem Hintergrund ist eine Gesundheitsgefährdung von Schülern und Lehrern nicht ersichtlich, die eine Maskenpflicht im Unterricht verhältnismäßig erscheinen lässt. Verhältnismäßig, das heißt geeignet und notwendig. Auch der Ärztebund Marburger Bund erklärte zuletzt, dass, Zitat, Masken während der Unterrichtsstunden überhaupt keinen Sinn machen und eine überflüssige Behinderung, Zitat Ende, seien. Ein verzögerter Unterrichtsstart nach den Sommerferien hätte eine starke Beeinträchtigung des Lernens mit sich gebracht. Denn wenn die Corona-Pandemie auch eines gezeigt hat, dann, dass Home-Unterricht unter dem derzeitigen Digitalisierungsgrad der Schulen nicht wirklich befriedigend funktioniert hat, auch wenn engagierte Lehrer in vielen Fällen noch das Beste herausgeholt haben. Sehr geehrte Damen und Herren, uns ist allen ist bewusst, wie schwierig die Situation der betroffenen Schüler, Lehrer, für die Eltern und für die Entscheidungsträger in der Schulbehörde und in der politischen Führung ist. Mein Appell
Dennoch behalten wir bei allen Vorwürfen und Meinungsverschiedenheiten stets die Verhältnismäßigkeit im Blick und lassen Sie uns die weiteren Entwicklungen kritisch, aber auch fair und sachlich begleiten. Vielen Dank. Frau von Treuenfels hat sich gemeldet. Gut, dann hat das Wort Frau von Treuenfels. Frohe Wahlen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen, 5 Monate ist es jetzt her, dass wir in Hamburg unsere Schulen geschlossen haben. Und ich glaube, wir waren alle einstimmig dafür. Aber 5 Monate ist es jetzt auch her, dass man sehr viel hätte vorbereiten können. 5 Monate ist eine lange Zeit. Man hätte vorbereiten können, funktionierende Abstandskonzepte, ausreichend Masken dafür sorgen können, für klare Regeln gegenüber Risikogruppenangehörigen im Schulpersonal, für Kommunikation mit Schülern, Lehrern und verunsicherten Eltern, für lange überfällige Digitaloffensive, die künftige Schließung abmindern könnte. All das ist nicht geschehen. Und was erleben wir jetzt, 5 Monate später? Einen chaotischen Schulstart. Verzweifelte Lehrer wenden sich an die Öffentlichkeit, weil weder Masken da sind, noch Konzepte klar sind. Sie, Herr Rabe, gefährden mit dieser schlechten Planung auf Dauer doch wirklich die Gesundheit von Lehrern und Schülern. Meine Damen und Herren, das finde ich unverantwortlich. Viele Schüler sind durch Homeschooling, das wurde ja heute schon gesagt, zurückgefallen und kommen jetzt in einen ungeordneten Präsenzunterricht zurück. Was macht der Schulsenator? Da erzählt er so ganz im lockeren Ton mal im Radiointerview auf die Frage hin, wie viele Lehrer denn so zu erwarten wären, oder ließ er sich mal davon überraschen. Konkrete Planung, meine Damen und Herren, sieht anders aus. Herr Rabe, was haben Sie eigentlich seit März in der Mundsburg so getan? Wollten Sie sich grundsätzlich mal vom Schulstart überraschen lassen? So sieht es nämlich aus. Sie müssen jetzt endlich Konsequenzen aus der Pandemie für den digitalen Unterricht ziehen. Das sogenannte Homeschooling hat doch sehr deutlich gezeigt, wie es um die Digitalisierung im Bildungssystem hier bestellt ist. Und da können Sie es noch so loben, wie toll das alles ist. Sie wissen alle ganz genau, Eltern und Schüler und Lehrer beschweren sich darüber. Da geht gar kein Weg dran vorbei. Wie wollen Sie denn gewährleisten, bitte, wenn es eine zweite Welle geben sollte, dass wir wieder massiven Unterrichtsausfall haben? Wo ist eigentlich Ihr Plan B, von dem Sie immer so schön sprechen, der aber irgendwie nicht rüberkommt? Sie müssen jetzt und nochmal jetzt Lehrer und Schüler für digitalen Unterricht fit machen. Und da gibt es massive Defizite. Lehrer sind nicht ausreichend für digitalen Unterricht geschult. Aktuell sind nur 47 Schulen für die digitalen EduPort integriert. Das ist viel zu wenig. Es gibt keine Bildungscloud, um Unterrichtsmaterialien einzustellen und der Dinge mehr. Die Liste könnte ich fortführen. Also, meine Forderung, mein Appell, mein Wunsch, nennen Sie es, wie Sie es wollen, tun Sie es bitte einfach. Lassen Sie die Schulen bei der Umgestaltung der Unterrichtsgestaltung in Corona-Zeiten nicht allein. Verbessern Sie die Kommunikation zwischen Behörde und Schulen und bringen Sie zum Beispiel versierte Digitalexperten in die Lehrerfortbildungen. Verknüpfen Sie die Schulen mit der Digitalwirtschaft. Tun Sie endlich was, damit die Digitalisierung an Schulen vorankommt. Sollte es nochmal eine zweite Welle geben, kann das wirklich von großer Bedeutung sein. Und ich bitte Sie, verschönern Sie hier nicht immer so, es läuft alles super, die Eltern freuen sich, Schüler sind zufrieden, denn so ist es nicht. Jeden Tag erleben wir irgendwelche Berichte in der Zeitung von Lehrern, von Eltern und von wem auch immer, von der GEW, die sich darüber beklagen, über die Umstände. Und dann finde ich schon ziemlich dreist, sich hier hinzustellen, zu tun, als ob alles normal ist, denn so ist es nicht. Das Letzte, was ich mir wünsche, ist auch eine sachliche Diskussion, aber ich wünsche mir auch ein bisschen, dass wir hier nicht sagen, reden wir alles gut und das dann sachlich, sondern Sie müssen die Kritik von der Opposition, von den Eltern, von den Lehrern schon ernst nehmen, damit Sie wirklich was verändern können. Lassen Sie Corona nicht zum Bildungskiller dieser Stadt werden. Arbeiten Sie die Aufgaben auf und helfen Sie, dass Schüler, Lehrer und Eltern ordentlich arbeiten können. Vielen Dank. Das Wort hat Senator Rabe.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir im Hamburger Schulsystem beispielsweise eine Veränderung machen wollen, zum Beispiel einen neuen Musiklehrplan erfinden wollen für die Grundschule, dann braucht dieser Prozess in der Regel 4 Jahre, hat, so habe ich es mir gerade aufschreiben lassen, 50 Arbeitsgruppensitzungen, sehr lange Beteiligungsverfahren, Verfahren des Ausprobierens und Nachjustierens. Und wir reden dabei über ein Schulfach, das mir sehr, sehr am Herzen liegt, aber das im gesamten Schulkontext eine Rolle spielt von 3 oder 4%. Wir haben im Moment die Aufgabe, dass wir in 4 Wochen nicht 3% regeln müssen und nicht 4 Jahre Zeit haben, sondern ein komplettes neues Schulsystem erfinden müssen. Mit Fragen, wie der Sportunterricht läuft, mit Fragen zum Abstand beim Blockflöten, mit der Frage, ab wann Lehrkräfte zum Unterricht kommen müssen, wann nicht, welche Regelungen Ärzte erlassen und welche nicht und so weiter und so weiter. Und ich glaube, das zeigt ein bisschen die Aufgabe, vor der alle Bundesländer stehen. Da ist Hamburg nicht alleine. Und dass sie schwierig ist und dem System Schule einiges zumutet, das will ich gerne einräumen. Denn dieses System ist es gewohnt, auch mit einer gewissen Ausführlichkeit diese Veränderung zu antizipieren. Kein Wunder. Fast 600.000 Beteiligte, wenn ich die Eltern mitzähle, sind mit Veränderungen in der Schule direkt beschäftigt und betroffen. Und da ist es immer so, und da wird es sich kaum ausschließen lassen, dass dann, wenn Prozesse, die sonst 4 Jahre dauern, in 4 Wochen laufen müssen, es Fragen gibt, Dinge möglicherweise aus Sicht der Betroffenen hätten anders geregelt werden können und vieles mehr. Aber dieser schwierigen Aufgabe müssen wir uns schon stellen. Alle Bundesländer müssen sich dieser Aufgabe stellen und vor dieser Aufgabe nicht weglaufen. Das System Schule muss hier unter den Gesichtspunkten der Corona-Pandemie eine Reaktionsgeschwindigkeit auch entwickeln mit der Schulbehörde zusammen, die außergewöhnlich ist und wo ich hier auch schon sage, dass ich sehr froh bin, in Hamburg Schulsenator zu sein. Es mag zwar sein, dass der Draht von einzelnen Beschäftigten zu den Medien auch sehr kurz ist, aber er ist auch sehr kurz zum Schulsenator. Und wir haben die Erkenntnis gewonnen, dass wir viele, viele engagierte Schulleitungen haben und Lehrkräfte, die gerne unterrichten, die mitziehen, die sich alle Mühe geben, das gut zu machen. Und wenn es dafür noch eines Beweises bedurfte, liebe Frau von Treuenfels, ich habe gesagt, ich lasse mich überraschen über die Frage, wie viele Lehrer denn zum Dienst kommen. Das war gut, dass ich das gesagt habe, denn fast alle haben mir gesagt, 25% werden nicht kommen, weil das alles so gefährlich ist und weil man der Schulbehörde das nicht zutraut und weil die Regeln nicht gut sind. Und gekommen sind fast alle Lehrkräfte. 1,6% haben gesagt, aufgrund ihrer Risikoerkrankung können sie nicht zum Unterricht kommen. Das ist nicht nur ein Bekenntnis als Vertrauensbeweis, dass wir ein vernünftiges Konzept haben, sondern an der Stelle darf man auch mal darüber sagen, die ganzen Unterstellungen gegenüber Hamburgs Lehrerinnen und Schulleitern sind unbegründet. Vielen Dank, die machen das prima. Und natürlich gibt es Dinge, die noch besser laufen müssen, aber es gibt auch Dinge, die gut gelaufen sind. Und damit das hier sozusagen ausgewogen ist, will ich die mal nennen. Lernferien, hier beschlossen, kommentiert nach dem Motto, das wird nie was. Wir werden hoffentlich morgen zur Schulausschusssitzung Ihnen Zahlen vorlegen können, wo ich heute schon die Prognose wage, in keinem anderen Bundesland hat das so gut geklappt wie in Hamburg. Das gilt übrigens auch für einen anderen Bereich. Immer noch wird darüber diskutiert, warum die Mittel aus dem Digitalpakt nicht ausgegeben worden sind. Und viele Bundesländer sagen jetzt, oh, wir werden demnächst die Mittel bereitstellen. Ja, aber in Hamburg sind die Laptops, die damit gekauft werden sollten, schon jetzt alle an den Schulen. Auch hier gibt es kein Bundesland, das so weit gekommen ist in diesem Bereich. Natürlich ist nach oben immer noch Luft, aber ein Stück weit müssen wir auch einräumen. Auch wir sind ein Bundesland, wir kochen mit Wasser. Die Hamburgerinnen und Hamburger haben den Anspruch, dass wir an der Spitze stehen. Und bei der Digitalisierung ist das eindeutig der Fall. Auch das hat wirklich sehr gut geklappt, meine Damen und Herren. Und dann möchte ich zum Schluss doch noch einmal aufgreifen, was Frau Böttinghaus von den Linken hier gesagt habe. Frau Böttinghaus, ich habe mit Ihnen jetzt hier lange Zeit zusammengearbeitet, aber dies, was Sie jetzt sagen, finde ich, ist ein Skandal und ein Verrat
an der sozialen Gerechtigkeit und Bildungsgerechtigkeit gegenüber Kindern. Denn wenn man Ihre Rede genau verfolgt hat, dann sagen Sie, Sie müssen eine neue Schule erfinden. Und wenn ich mich frage, wie soll denn die aussehen, dann sagen Sie, Fernunterricht muss dazugehören. Und da sage ich Ihnen, das will ich unbedingt vermeiden. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, ich weiß es. 20% der Kinder haben vermutlich kein Kinderzimmer und keinen Schreibtisch. Aha, schön, wenn die zu Hause lernen. Zu Hause Hilfe, darf ich mal daran erinnern, 26% der Familien in Hamburg sprechen zu Hause nicht Deutsch. Bei aller Liebe, aber wer hilft denn dann eigentlich zu Hause? Darf ich auch mal darauf hinweisen, wie viele Eltern berufstätig sind? Sie reden hier einer Position das Wort, die dazu führt, dass Kinder wieder nicht mehr in der Schule lernen können, sondern weiterhin nach Hause geschickt werden. Das wird die Bildungsungerechtigkeit immer stärker erweitern und ich finde, das ist nicht in Ordnung. Vielen Dank. Frau Stöber bekommt nun das Wort für die CDU-Fraktion. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Lassen Sie mich eins vorwegnehmen, der Regelbetrieb, diesen einzuführen an Hamburg Schulen zum Schulstartbeginn, war richtig. Herr Senator, auch Ihre Ansätze zur Durchführung sind ehrenwert und doch haben Sie eben eindrucksvoll gezeigt, von wegen, dass Sie den Schalter zu einer schnellen Vorbereitung nicht umlegen konnten, meine Damen und Herren. Ihre Aussage vor den Ferien, die Rückkehr zum Regelbetrieb an Hamburg Schulen sei sehr sicher, hat schon bei vielen Lehrern, Eltern und Schülern mehr Fragezeichen im Kopf bewirkt als Gewissheit. Vor allen Dingen, weil diese merkwürdige Formulierung wirklich alles offen lässt. Was meinen Sie denn damit? Und vor allem, weil danach nichts Konkretes erfolgte. Kein Konzept, keine Alternativpläne B oder C. So, bis heute, meine Damen und Herren, verweigert der Senator ein Konzept, wie es die anderen Bundesländer in einem wirklich hohen Detaillierungsgrad jeweils vor den Sommerferien vorgestellt haben, was passiert, wenn Infektionszahlen wieder steigen. Also die Verunsicherung blieb über die Sommerferien bei allen Beteiligten. Selbst mein Mann fragte mich, ob und wie denn unsere Söhne am 6.8. wieder in die Schule gehen. Am Ende der Ferien stellte dann der Senator den Rahmen für das neue Schuljahr vor. Doch ein konkretes Hygienekonzept ist auch gut eine Woche vor Schulbeginn seitens der Behörde nicht fertig gewesen, meine Damen und Herren. Und die in der PK am 28.7. angekündigten FFP2-Masken und transparente Visiere, haben wir schon gehört, sind bis heute nicht in allen Schulen angekommen. Der wichtige Aspekt des Lüftens nach jeder Schulstunde wird viel zu spät kommuniziert in einem Wust, 120 Seiten habe ich gehört, an B-Briefen, an Schreiben an die Schulleitungen. Dabei hätten die Schulen und auch der Schulbau Hamburg, der ja für die Gebäude zuständig ist, in den Ferien genug Zeit gehabt, dafür zu sorgen, dass eine Stoßlüftung in jedem Klassenraum mit einem wirklich ausreichenden Luftaustausch möglich ist. Fenster, die sich nicht öffnen lassen oder Fenster, die nur auf Kipp gestellt werden können, hätten repariert werden können. Unklar und viel zu spät kam auch der Umgang mit den Reiserückkehrern aus den Risikogebieten. Ein Schreiben inklusive eines Formulars zur Bestätigung, dass die Schülerin oder der Schüler unmittelbar aus einem Risikogebiet zurückgekommen ist, ist am Vorabend des Schulbeginns viel zu spät gewesen, als dass Kinder aus Risikogebieten sicher vor Schulbeginn von den anderen Schülerinnen und Schülern getrennt hätten werden können und in einer 14-tägigen häuslichen Quarantäne sich hätten begeben können. Die alternativ von der CDU geforderten Testmöglichkeiten, nicht nur für Lehrerinnen und Lehrer, sondern eben auch für Schülerinnen und Schüler, wurden ebenfalls nicht eingerichtet. Über die überhastete Maskenpflicht ist, glaube ich, schon ausreichend gesprochen worden. Und die Reaktion der Lehrer, meine Damen und Herren, ist eben halt tatsächlich relativ verständlich. Sie melden sich kurzfristig krank. Senator Rabe hat es ausgeführt.
300 Lehrer sind Risikopatienten, aber 600 Lehrer haben sich zusätzlich krank gemeldet. Mit 4,5% Fehlquote liegt der Krankenstand im August deutlich, sogar doppelt so viel. Corona-bedingt natürlich, nicht nur Corona-bedingt, die normalen Krankmeldungen, die hinzukamen Anfang des Schuljahres, die liegen doppelt so hoch wie in den vergangenen Jahren. Und Herr Senator, es ist wirklich frech, dann auf die übliche Vertretungsregelung oder auf die 100%-Quote zu verweisen. Das müssen Sie so sehen. Ich diagnostiziere ein Kommunikations- und ein Glaubwürdigkeitskonzept bei Ihnen, Herr Senator. Das über zahlreiche B-Briefe kommuniziert wurde, wurde nicht als letzter Stand gewertet. Herr Senator, Ihnen wurde von Seiten der Lehrerinnen und Lehrer nicht geglaubt. Frau Stöver, Ihre Redezeit ist längst abgelaufen. Dann komme ich in der nächsten Runde wieder. Herzlichen Dank. Jetzt bekommt das Wort Frau Hennies für die SPD-Fraktion. Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Kollegen und Kollegen, ich bin sehr froh, dass wir mit unserem Senator einen klaren Kurs hier in Hamburg fahren. Nicht, wie wir heute im Hamburger Abendblatt teilweise auch lesen konnten, ein Schlingerkurs andernorts stattfindet. Und die Schwarzmalerei von unserer Opposition empfinde ich als Oppositionsgetöse. Und ich kann nur erinnern, dass die Linke vor den Ferien es nicht wollte, dass Abschlussprüfungen stattfinden. Sie wollten nicht, dass Lernferien stattfanden, und die FDP, die nun sagt, dass es keinen Plan A, B oder C oder D gebe, ja, der ist in Arbeit. Und die Länder haben sich darauf verständigt, dass bis zu den Herbstferien der Regelbetrieb stattfindet. Und er wird so gut stattfinden, wie es unter Corona jetzt in Abwägung aller Maßnahmen, die auch schon genannt wurden, durchgeführt werden können. Die Digitalisierung, ich möchte auf diesen Punkt gerne noch mal eingehen, weil der einfach enorm wichtig ist. Der Vorwurf ist, was in den letzten 5 Monaten eigentlich gemacht wurde von der Schulbehörde, wahnsinnig viel. Ich habe es so wahrgenommen, dass wir stetig im Austausch waren, dass unheimlich viel Abwägungsprozesse immer im Mittelpunkt standen und es ist immer darum ging, wie man möglichst alle Schüler mitnehmen kann. Und dazu ist die Digitalisierung wichtig. Wir sind das einzige Bundesland mit Hamburg, das alle Mittel bisher aus dem Digitalpakt ausgegeben hat. Es sind bisher 31.000 Geräte da, 39 sollen es insgesamt sein. Und dann haben wir insgesamt 50.000 Geräte in den Schulen. Das heißt, jeder vierte Schüler ist dann versorgt. Ich habe mich beispielsweise in einer Stadtteilschule vor Ort mal informiert. Und mir wurde gesagt, es ist alles vor Ort. Und wenn man die Anfrage, die SKA der Linke liest, die ja nun auch gerade veröffentlicht wurde, kann man durchaus nachlesen, dass die Laptops und iPads ausgeliefert sind. Auch bei den Investitionen der Fördersummen aus dem Digitalpakt liegt Hamburg im Bundesvergleich einsam an der Spitze. Während überall beklagt wird, dass die Länder und die Kommunen die Fördersummen nicht abrufen, hat Hamburg durch den Ausbau von WLAN und digitalen Tafeln bereits in allen Unterrichtsräumen die Investitionen der Fördermittel bereits umgesetzt. Hamburg ruft damit 10-mal mehr Fördermittel ab als im Bundesdurchschnitt. Das muss man sich einfach mal vergegenwärtigen, wie wir an der Spitze sind. Da meine Zeit langsam abläuft, will ich am Ende noch erwähnen, dass wir durchaus ein großes Vertrauen in die gute Arbeit unseres Senators haben können. Der ISBN-Bildungsmonitor beweist es gerade wieder. Viele von Ihnen werden es gelesen haben. Wir haben dort inzwischen Platz 4 erreicht im Landesvergleich. Und im Vergleich zum Beispiel, wir sind 2012 auf Platz 8 gewesen. Und insofern gehen wir stetig immer weiter nach oben. Das heißt, wir können ein wunderbares Vertrauen in die gute Arbeit unseres Senators haben. Es wird immer abgewogen im Sinne unserer Schüler, dass keiner zurückbleibt. Vielen Dank. Für die Grüne Fraktion bekommt jetzt Frau Blumenthal das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, viele Kinder leiden unter der Kontaktarmut. Kinder, die schon schreiben und lesen konnten, haben dieses nach vielen Wochen Homeschooling gänzlich wieder verlernt. Eltern und Fachverbände machen zu Recht Druck auf die verantwortliche Politik, vor allem für unsere Kleinsten, die Grundschulen wieder zu öffnen. Das, liebe Frau Stöver, ist ein Ausschnitt aus Ihrer Rede von vor noch wenigen Wochen. Also Sie, liebe CDU, müssten heute hier eigentlich sehr zufrieden sein mit dem, was hier gerade passiert in Hamburg. Stattdessen stellen Sie sich hier hin und dann sind es Ihnen zu viele Informationen, dann sind es Ihnen wiederum nicht detailliert genug, die Informationen. Ehrlich gesagt blicke ich langsam gar nicht mehr durch. Schauen wir uns doch bitte einmal die Fakten an, um nicht bloß auf Grundlage von Gefühlslagen zu sprechen. Insgesamt wurden seit Schulstart 59 Schüler und Lehrer positiv getestet, aber ich kann Sie beruhigen, denn die 59 positiv Getesteten sind von insgesamt 41 Schulen. Das heißt, dass im Zweifel ein Infizierter 0,44 weitere Menschen in der Schule angesteckt haben könnte. Wenn Sie mich fragen, klingt das überhaupt nicht nach Risikopatientschule. Es gibt also keinerlei erkennbare Infektionshäufungen an Schulen. Bei insgesamt 285 Schülern und Schulbeschäftigten in Hamburg ergibt das eine Quote von 20 auf 100.000 nach fast zwei Schulwochen, also unter 11 auf 100.000 innerhalb einer Woche. Zum Vergleich, bei über 1,8 Millionen Einwohnern in Hamburg haben wir insgesamt 181 Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen zu verzeichnen. Das ergibt einen Wert von 10,1 auf 100.000 Einwohnern pro Woche. Wenn Sie mich fragen, haben wir in der Schule gerade gar kein Problem. Ich möchte Ihnen aber dennoch dafür danken, dass wir hier alle gemeinsam diesem Thema heute so viel Raum geben. Denn Sie haben ja recht. Das ist ein sehr sensibles Thema. Unsere Kinder brauchen ihre Schulen. Die Ergebnisse der COPSI-Studie vom Juli sind doch erschreckend. Die psychische Gesundheit einer ganzen Kindergeneration steht hier nämlich auf dem Spiel. Und ich kann Ihnen sagen, solange Schulen keinen nennenswerten Infektionsherd darstellen, will ich, dass meine Kinder jeden Morgen hingehen, ihre Freunde sehen, mit Freunden lernen und vor allem ihr Recht auf Bildung und Betreuung wahrnehmen dürfen. Und ich erwarte vor allem von Ihnen allen, unsere Kinder nicht unnötig und unbegründet einzuschränken. Ich erwarte stattdessen, dass wir uns hier als Gesamtgesellschaft eher dafür einsetzen, dass wir uns als Gesamtgesellschaft so zusammenreißen, dass wir gar keine Gründe haben würden, in den Schulen weitere Regelungen neu auflegen zu müssen. Und da, wo, denn im Moment funktioniert es so, wie es funktioniert, und das aus gutem Grund. Wir müssen gemeinsam kluge, nachhaltige Entscheidungen treffen und dann reagieren, wenn nötig und nicht nach Gefühlslage. Beträgt zum Beispiel die Anzahl der Neuinfektionen auf 7 Tage mehr als 50 pro 100.000, dann wird der Senat andere Wege beraten. Da können Sie sich sicher sein, das können wir Ihnen hier heute versprechen. Und von daher denke ich, dass zu diesem Thema an dieser Stelle vielleicht auch alles gesagt ist. Vielen Dank. Frau Bödinghaus bekommt noch einmal das Wort für die Fraktion Die Linke. Herr Kienscherf, kommen Sie morgen auch in den Schulausschuss, dann können wir zusammen betteln. Erstmal möchte ich mich auf Sie noch mal beziehen, weil ich finde es schon wirklich sehr beeindruckend, dass mir hier vorgeworfen wird, ich würde gar nicht die Realität der Schulen abbilden, auf der anderen Seite Sie aber selber überhaupt keinen Bezug nehmen auf die vielen Eltern, die jetzt diesen offenen Brief initiiert haben. Ich finde, das ist arrogant, auch Frau Blumenthal, finde ich, es ist wirklich ignorant auch, dass Sie überhaupt nicht auf die Nöte und die Besorgnisse und die guten Vorschläge, die es auch in dem offenen Brief geht, überhaupt inhaltlich eingehen. Das finde ich, ist echt ein Schlag. Und ich finde es absolut simpel, jetzt auch jegliche Kritik, die vorgetragen wird, immer sofort als Panikmache abzutun. Und Herr Rabe, dass Sie sich jetzt wirklich versteigen, der Linken und mir in Person vorzuwerfen, dass ich den Aspekt der Bildungs
Gerechtigkeit oder beziehungsweise Ungerechtigkeit nicht im Blick habe, das zeigt wirklich, in welch großer Not sie sind. Also ehrlich. Vor Corona-Zeiten gibt es keine bildungspolitische Debatte, wo die Linke nicht ganz deutlich sagt, wie ungerecht unser Bildungssystem ist. Sie alle haben diesen Schulfrieden unterschrieben. Jetzt plötzlich sind Sie die Verfechterin der Bildungsgerechtigkeit, weil Ihnen nämlich keine guten pädagogischen Konzepte einfallen, wie man jetzt auf der einen Seite den Bedrohungen der Pandemie gerecht wird und auf der anderen Seite genau dem Anspruch der Bildungsgerechtigkeit. Und da sage ich Ihnen mal eins. Gerade so, wie es jetzt in den Schulen läuft, werden Sie diesen Kindern nämlich gar nicht gerecht. Die werden nämlich wieder untergehen. Und ich habe hier vorne immer gesagt, als die Schulöffnung kam, lasst die Kinder in die Schule gehen, die zu Hause die Unterstützung nicht haben, und lasst die Kinder vielleicht weiter noch ein bisschen zu Hause lernen, die sich selbst organisieren können. Was ich aber heute meine ist, und da hilft vielleicht auch mal ein Blick über den Tellerrand, Dänemark, Israel, Italien, England, Finnland, das sind alles Länder, die haben verstanden, dass genau diese Bildungsgerechtigkeit nur festgestellt werden kann, wenn man Kleingruppen macht, wenn man in der Stadt Räume anmietet, wenn man die Schulen erweitert, wenn man außerschulische Lernorte schafft, wenn man nicht das Unterrichten in die Elternhäuser verlegt, sondern die Verantwortung für alle Kinder übernimmt, aber in Zeiten der Pandemie neu denkt. Dafür haben wir nämlich den Kopf, damit die Gedanken auch mal die Richtung ändern können. Und darüber würde ich gerne mit Ihnen diskutieren. Herr Reich bekommt nun das Wort für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Bürger, der offene Brief Sichere Bildung für Hamburg an den Senat, unterschrieben von über 1000 besorgten Hamburger Bürgern und unterstützt von vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen, ist Mitanlass für das Thema dieser Aktuellen Stunde. Und wir von der AfD-Fraktion unterstützen das Anliegen dieser Initiative. Auch ich habe es schon unterschrieben. Es ist sehr löblich, dass der Senat den von der AfD schon lange geforderten Strategiewechsel versucht zu vollziehen, um den Eltern und Kindern endlich eine Rückkehr zur gewohnten Normalität zu geben. Doch kluge Politik sollte auch sämtliche mögliche Corona-Szenarien vorbereitet sein. Und hier zeigt sich, wie so oft, dass der Senat leider in der Corona-Krise in vielen Bereichen vollkommen konfus und ohne Gesamtkonzept arbeitet, nach dem Motto zu spät, zu planlos und vor allem ohne Weitblick. Denn in der Strategie des Senats gibt es keinen Plan B. Wenn die Grippesaison Ende Oktober startet, ist es jetzt schon absehbar, dass zumindest lokale Ausbruchsherde in einzelnen Schulen zu Schließungen führen werden. Und dann, was passiert, wenn es noch schlimmer kommt? Gibt es einen Plan für einen Weiterbetrieb des Unterrichts bei einem Lockdown auf Stadtteil-, Bezirks- oder Länderebene? Nein, man muss leider wieder sagen, natürlich nicht. Abstand, Hygiene und unter Umständen auch bedingte Alltagsmasken sind auch in der Schule die wirksamen Mittel der Eindämmung. Hierzu muss man einfach überlegt werden, weitere verhältnismäßige Maßnahmen zu berücksichtigen, wie eine ausreichende Durchlüftung der Schulräume gesorgt werden kann. Wir erinnern an Tönnies. Umfassende Berücksichtigung des Forschungsstandes zur Ausbreitung der Übertragung des SARS-CoV-2-Virus mit entsprechender Transparenz. Hierzu stellen wir SKAs und das UKE arbeitet ja dran. Wie Gruppengrößen verkleinert werden können, wie gegebenenfalls durch Kombination von Präsenz- und Fernunterricht die räumliche Situation entlastet werden kann. Daher auch ein später folgender Antrag von uns. Zum Abschluss möchte ich dem Senat einfach bitten, nehmen Sie den offenen Brief zu Herzen und lassen Sie uns zusammen in den Ausschüssen an dem Plan B arbeiten. Danke. Das Wort erhält jetzt noch einmal Frau Stöver für die CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kollegen, ich hatte ja schon angedeutet, ich würde meinen Beitrag noch zu Ende führen und
Wie gesagt, ich glaube, die Opposition hat deutlich dargestellt, dass es doch ein Chaos zu Schulbeginn gab und das, weil wir eine grottenschlechte Vorbereitung hatten. Und nochmal, es liegt am Kommunikationsdefizit der Schulbehörde und es liegt am Glaubwürdigkeitsproblem des Senators, meine Damen und Herren. Denn, wie gesagt, die Lehrer und Lehrerinnen und auch die Schulleitung haben einfach nicht geglaubt, dass das der letzte Stand ist, dass hier jetzt noch was Konkreteres folgen muss, dass hier ein Konzept erfolgen muss, dass mehr Hilfestellung erfolgt. Das wurde erwartet und dadurch waren die Reaktionen auf Seiten der einzelnen Schulen wirklich viel zu spät. Und die Reaktion der Lehrer, sich dann, wenn es nicht zu ihrer Zufriedenheit geregelt ist, sich dann auch krank zu melden, ist durchaus verständlich, meine Damen und Herren. Ja, ich möchte dann noch mal sagen, Frau Blumenthal, natürlich ist es Aufgabe der Opposition, nicht nur Regierungsarbeit zu loben, sondern dass man tatsächlich auch das Ohr am Bürger hat, an der Basis hat. Das hatten wir mit unserer Schulhotline, das haben wir auch sonst als schulpolitische Sprecher oder ich als schulpolitische Sprecherin bei den Schulen, bei den Eltern, bei den Schülern. Das haben wir definitiv und natürlich, Herr Rabe, ist es eine verzwickte Situation. Dinge ändern sich im Moment schnell und Dinge müssen auch schnell angepasst werden. Ich habe nur das Gefühl, dass der Behördenapparat definitiv zu steif ist, um dieses schnell auch den Schalter umzulegen. Und natürlich, was Sie auch tun, Sie können es nicht allen recht machen und trotzdem müssen wir über die Maßnahmen sprechen. Und wir müssen über die Maßnahmen sprechen, der mit dem Umgang bei Verdacht auf Covid-19. Wir müssen aber auch über den Umgang und die Maßnahmen bei bestätigten Infektionen an Schulen sprechen und auch den Umgang um Risikogruppen in Schülergruppen. Und das müssen wir eben halt für Eltern, Lehrer und Schüler auch transparent machen. Und meine Damen und Herren, es ist im Moment nicht transparent, es wirkt nicht konsequent und es wirkt nicht nachvollziehbar bezogen auf die Hygieneregeln. Und das ist ein großes Defizit, meine Damen und Herren. Schulen fühlen sich definitiv alleingelassen, die in den B-Briefen ausgeführten Abläufe zu übermitteln. Denn zum Beispiel bei Krankheitssymptomen, die auf Covid-19 hinweisen oder eben auch nicht, Schüler, Eltern und Lehrer, muss dieses verständlich übermittelt werden. Und viele Schulen verweisen im Moment aus mangelnden Angeboten seitens der Schulbehörden auf den Schnupfenplan aus Schleswig-Holstein. Herr Senator, warum ist die Behörde nicht in der Lage, effektiv und bildlich gut dargestellt, solche Dinge zu übermitteln? Weiter ist eben tatsächlich der Eindruck, dass Schule und Gesundheitsbehörde nicht Hand in Hand arbeiten. Und dieses wurde ja auch schon bestätigt und pressewirksam auch daraus gemacht. Wenn Informationen zu spät an den Schulen ankommen oder gar nicht, was passiert dann? Was, wenn Maßnahmen für die Schulen willkürlich getroffen scheinen und kein Abgleich mit den Hygieneregeln erfolgen? Warum gibt es keinen Corona-Reaktionsplan, der zwischen Schulen und Gesundheitsämtern abgestimmt ist? Warum können Schulen nicht selbst agieren, wenigstens präventiv oder vorsorglich, meine Damen und Herren? Das sind die Dinge, die wir für die Zukunft regeln müssen. Herzlichen Dank. Für die SPD-Fraktion bekommt nun Herr Springborn das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, diese Aktuelle Stunde, Herr Thering, haben Sie eröffnet mit der Forderung, dass man doch konsequent handeln sollte. Und ich finde, wenn ein Wort das, was in den letzten Wochen von der Behörde passiert, das Ganze genau beschreibt, dann ist es eigentlich genau dieses Wort konsequent. Konsequent wurden die Computer und Tablets bestellt, wurden die Mittel abgerufen. Konsequent sind im Übrigen auch, wenn Sie mal die Handreichung lesen würden, über die hier die ganze Zeit negiert werden, dass sie nicht existieren würden, lesen Sie die Handreichung doch mal. Zum Beispiel die Handreichung, was eigentlich mit den Schülerinnen und Schülern ist, die gesundheitsbedingt nicht zur Schule kommen, was mit den gesundheitlich gefährdeten, besonders gefährdeten Kolleginnen und Kollegen an den Schulen passiert. Und ich gehe da später noch einmal ganz kurz drauf ein, auch die Handreichung zur Gestaltung des Distanzunterrichts, die mehrfach eingefordert wurde, die im Übrigen sehr wohl vorliegt. Konsequent im Übrigen auch das Handeln, wenn man an das Wohl der Kinder denkt, was für uns alle an erster Stelle stehen muss. Auf der einen Seite konsequent mit Blick auf den Gesundheitsschutz, das ist erläutert worden, dass man dort gewiss und bestimmt die Maßnahmen getroffen hat. Auf der anderen Seite aber auch konsequent, wenn es um psychische oder soziale Fragen geht.
Schule, und das kommt mir hier zum Teil in dieser Debatte von einigen Seiten zu kurz, ist mehr als nur Lernen. Schule ist auch ein sozialer Raum. Es geht auch darum, Kontakte zu pflegen, Gleichaltrige zu treffen, den Austausch mit Vertrauenspersonen zu haben. Ja, in Schule gibt es tatsächlich sowas wie Vertrauenspersonen für Kinder. Man möge es kaum glauben. Und ich finde, und das ist die Grundlage unserer Politik, die wir hier betreiben, es tut Kindern gut, Kinder zu sein. Ich finde, wir müssen dafür sorgen, dass es auch in dieser Pandemie eine gewisse kindliche Unbeschwertheit geben darf. Und daraus schließt es sich für mich aus, wenn irgend möglich, 8 Stunden am Tag eine Maske zu tragen. Mehrfach ist in dieser Debatte das Wort unverantwortlich gefallen. Frau Böttinghaus hat es genannt, Frau von Treuenfels-Frohwein. Ich finde es eher unverantwortlich, Kindern genau dieses Kindsein zu nehmen, indem man Masken fordert, indem man sagt, bleibt doch zu Hause, setzt euch doch vor den Computer, da könnt ihr doch genauso gut lernen. Frau Böttinghaus, Sie sagen dann, diejenigen, die es können, die sich es erlauben können, die können ja zu Hause bleiben, die es brauchen, kommen halt zur Schule. Ich frage Sie, wo wollen Sie denn die Grenze ziehen? Das Ganze zeigt leider wieder mal, dass Sie selbst in Zeiten der Pandemie lieber irgendwelche Luftschlösser bauen und hier irgendwelche Versprechungen und Ideen entwickeln wollen, anstatt Verantwortung für diese Stadt zu übernehmen. Ein letzter Aspekt, auf den ich gerne noch eingehen würde. Oft ist hier das Gefallen, es gäbe diesen Plan B nicht, das fehlende Konzept. Frau Böttinghaus fordert auf der einen Seite Konzepte, auf der anderen Seite stürzt sie sich an seitenlangen Anweisungen. Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Dies ist die Handreichung zur Gestaltung des Distanzunterrichts an Hamburger Schulen. 19 Seiten lang. Vielleicht ist es zu lang, dass man keine Lust hat, darauf zu lesen. Das kann sein. Aber dann bitte behaupten Sie nicht, dass es derartige Pläne, Handreichungen und Anweisungen der Behörde nicht gäbe. Herzlichen Dank. Weitere Wortmeldung zu Frau Stöver. Dann bekommt das Wort noch einmal Frau Stöver für die CDU-Fraktion. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Lieber Kollege, Handreichungen müssen auch verständlich gemacht werden. Und sie müssen tatsächlich bei Schülern, Lehrern und Eltern auch ankommen. Ich glaube, das ist wirklich ein Punkt, den wir noch mal sagen müssen. Aber meine Damen und Herren, ich habe auch noch ein nächstes, denn die Digitalisierung ist auch angesprochen worden. Wir brauchen sie bei steigenden Infektionszahlen eventuell noch mal. Und dieses funktionierte in Hamburg nicht gut. Die behördeneigene Kommunikationsblatt EduPort brach nach dem 16.03. komplett zusammen, sodass Lehrkräfte und Schüler improvisieren mussten. Und das bei einer weiteren Infektionswelle darf dieses nicht geschehen. Meine Damen und Herren, es gab einen Gipfel im Kanzleramt, wo die Kultusminister zusammengesessen haben. Und dort haben sie eben halt auch über ausreichende Technik gesprochen. Die Große Koalition hat daraufhin ja bereits ein 500-Millionen-Programm aufgelegt zur Anschaffung von Leihgeräten für bedürftige Schüler. Und Hamburg hat die Chance erkannt und 38.000 digitale Endgeräte bestellt. Das ist sicherlich auch richtig so und das ist auch gut. Und ich glaube, hier kann man auch mal sagen, richtig so, lieber Senator. Die sind jetzt teilweise angekommen. Ja, warten Sie ab, liebe SPD. Die sind nun teilweise oder vielleicht sogar zum größten Teil angekommen, warten aber auf ihren Einsatz. Weil im Moment ist weder Zeit noch Manpower da, um diese Geräte fachgerecht einzurichten, um die Schulungen überhaupt auf die Tagesordnung zu sehen. Und es rächt sich nun, dass der von uns geforderte Verwaltungschef für jede Schule noch nicht umgesetzt wäre. Doch, der hätte es gemacht, der hätte es koordinieren können, dass die Laptops eingerichtet werden und die Tablets und die Schulung der Lehrkräfte und Schulen auch erfolgen. Meine Damen und Herren, kritisiert wurde in der Runde aber auch weiter das Fehlen von Dienstgeräten von Lehrern. Und auch hier ist die CDU Hamburg ganz weit vorne mit dabei, denn wir haben einen Antrag gestellt, dass doch die Arbeitsfähigkeit der Lehrer, die digitale Arbeitsfähigkeit der Lehrer sicherzustellen sei. Und die Forderung der Kultusminister im Kanzleramt ging sogar noch weiter. Lehrkräfte sollen mit gleicher Hard- und Software ausgestattet werden, weil dieses nämlich in Modellstudien bewiesen wurde, dass wenn gleiche digitale
digitale Grundvoraussetzung da ist, beginnt es, dass ein Austausch, eine Zusammenarbeit stattfindet. Das, was wir ja alle fordern, eine gemeinsame Entwicklung von Lerninhalten dann auch stattfindet. Also ein Laptop für jeden Lehrer und ich ergänze auch für jeden Schüler. Und hier allerdings auch mein Lob an Frau Esken, die sich in der Runde mit Angela Merkel wirklich sehr kompetent eingesetzt hat und vehement verhandelt hat. Sie sagte am Freitag, wir sind alle wild entschlossen, jetzt der Sache einen Schub zu geben. Herr Senator, nehmen Sie diesen Schwung mit auf, geben Sie der Sache einen Schub. Der hat es aber, wie gesagt, ich kann nur hier sagen, dass die Kanzlerin und Frau Esken das sehr wohlwollend aufgenommen haben. Jetzt gilt es, dass rechnerisch rund 600 Euro pro Gerät auch eingeworben werden müssen. So muss Frau Esken nun 500 Millionen bei Finanzminister Scholz einwerben. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, gibt es weitere Wortmeldungen zu diesem Thema? Wenn das nicht der Fall ist, können wir zum zweiten Thema kommen. Uns verbleiben noch 14 Minuten der Aktuellen Stunde. Daher rufe ich das zweite Thema auf und das Wort bekommt Frau Sudmann für die anmeldende Fraktion Die Linke. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, weshalb reden wir hier in der Bürgerschaft heute über die Tarifrunde? Ja, das hat sich Herr Kienchef auch schon gefragt und Herr Kienchef braucht ja immer Aufklärung. 4.300 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind in den städtischen Verkehrsbetrieben beschäftigt. Diese 4.300 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind genau die, die wir alle als Corona-Helden und Heldin bezeichnet haben. Das sind die, die im März, April und auch jetzt noch dafür gesorgt haben, dass wir trotz Corona mobil bleiben konnten, dass wir in der Stadt uns bewegen konnten. Und Herr Dressel, der Finanzsenator, hat das auch durchaus in einer Pressemitteilung zu würdigen gewusst, indem er gesagt hat, diese Menschen, die jetzt alles machen, die brauchen die Anerkennung nicht nur in Worten, sondern auch in Taten. Und diese Taten kann der Senat jetzt ausüben. Denn wie wir alle wissen, hat der Senat in den öffentlichen Unternehmen und durch die öffentlichen Unternehmen durchaus Einfluss auf Tarifverhandlungen. Und wir finden als Linke, er muss die jetzige Tarifrunde nutzen, damit die Beschäftigten mehr Geld bekommen und vor allen Dingen auch bessere Arbeitsbedingungen. Klatschen alleine reicht nämlich nicht. Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum es so wichtig ist, was für den öffentlichen Personennahverkehr und für die Beschäftigten zu tun. Den Grund finden wir in dem Klimaplan, den Rot-Grün vorgelegt hat und der verabschiedet wurde. Da finden Sie an mehreren Stellen die Betonung darauf, wie wichtig der Klimaplan, wie wichtig der öffentliche Personennahverkehr ist. Es heißt dort, Herr Kienchef, der öffentliche Personennahverkehr sei der relevanteste Baustein im Umweltverbund, um die CO2-Reduktion zu reduzieren, zu bringen. Das heißt, es gibt ganz viele Argumente, auch ökologisch den öffentlichen Personennahverkehr zu fördern. Sie legen uns heute ja nochmal einen Antrag vor, den 10. Aufguss, was sei geschenkt, darüber, dass wir einen Hamburg-Takt brauchen, dass wir, wie es im Klimaplan schon steht, dass wir wesentlich mehr Busse und Bahnen brauchen, dass wir, Sie, Herr Kienchef, mehr Busfahrerinnen einstellen und Busfahrer. Und Sie wissen genauso gut wie ich, dass es gar nicht so einfach ist. Wir konnten vor kurzem im Hamburger Abendblatt lesen, es ist schwierig, Personal zu finden. Bundesweit sogar wird schon von einem heftigen Mangel gesprochen. Und Sozialdemokraten und Demokratinnen wissen das ganz bestimmt. Wichtig dafür, dass jemand einen Beruf übernimmt, ist ja auch, für die Arbeitsbedingungen sind und die Rahmenbedingungen. Und sprechen Sie mal vor allem mit Busfahrerinnen und Busfahrern, reden Sie mal über die geteilten Schichtdienste und Sie werden sich wundern, dass die, oder wenn Sie vielleicht auch nicht wundern, dass die Ihnen erzählen, wie soll ich so mit meiner Familie klarkommen können, wenn ich 2-3 Stunden zwischen den Schichten habe. Ich kann von einem Gehalt alleine keine vierköpfige Familie ernähren. Also arbeiten beide. Und was, genau, deswegen arbeiten beide. Und stellen Sie sich mal vor, beide arbeiten bei dem HVV und beide arbeiten im Schichtdienst. Das wird ein echtes Problem in einem geteilten Schichtdienst. Also gilt es auch, das zu verbessern. Und nicht umsonst fordert Verdi das bundesweit, fordert auch einen bundesweiten Rahmenvertrag, fordert es aber auch in Hamburg. Und für Hamburg sagt Verdi, und die sind ja auch eigentlich durchaus gewerkschaftsnah, liebe Sozialdemokraten und Demokratinnen, Sie fordern 270 Euro brutto mehr für die Beschäftigten. Das ist ein Riesenschluck aus der Pulle. Das ist aber ein Schluck, den diese Menschen auch wirklich verdient haben. Einen ganz wichtigen Punkt, darauf hat Verdi ja auch schon aufmerksam gemacht. Vielleicht haben Sie auch letzten Freitag hier vom Rathaus die Kundgebung mitbekommen. Verdi und Friday for Future.
ist ja eigentlich etwas, was man sich nicht unbedingt zusammen vorstellt. Aber in diesem Fall sind beide bundesweit gemeinsam daran zu sagen, wir müssen sozial und ökologisch handeln. Wir brauchen für eine Verkehrswende, für das Ökologische, auch das Soziale. Und ich wünsche mir sehr, dass Sie das genauso sehen. Und damit Sie noch genug Zeit haben, darauf so einzugehen, mache ich jetzt etwas früher Schluss. Und ich freue mich sehr, wenn das von SPD und Grünen unterstützt wird und natürlich auch von der CDU. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Submann. Jetzt bekommt das Wort für die SPD-Fraktion Herr Kolze. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also mich lockt es natürlich so ein bisschen auch mal inhaltlich zu diskutieren. Das ist aber, glaube ich, genau das, was gar nicht unser Job ist. Ja, es stimmt. Die Beschäftigten bei unseren Hamburger öffentlichen Verkehrsmitteln, seien es nun Busfahrer, seien es Bahnfahrerinnen, sei es Fahrerinnen in den unterschiedlichen Bereichen unserer Betriebe, seien es Technikerinnen, seien es Fahrkartenkontrolleurinnen, seien es Mitarbeiterinnen im Kundenservice, seien es Reinigungskräfte, seien es Sicherheitsfachkräfte. Sie alle leisten seit Monaten unter den uns bekannten außergewöhnlichen Umständen und schwierigen, manchmal gefährlichen Bedingungen Außerordentliches. Sie halten den Laden buchstäblich am Laufen. Genauso wie die vielen anderen Kolleginnen und Kollegen in den vielbeschworenen systemrelevanten Berufen, ob im öffentlichen oder im privaten Sektor. Sie haben die ganze Krise durch ihren Job gemacht und machen ihn noch immer. Auch als viele andere zu Hause geblieben sind, zum Teil auch bleiben mussten. Und deshalb, auch wenn das nun fast und immer wieder schon mal verächtlich gemacht wird, gerade dann gebührt es Ihnen als allererstes zu sagen, danke. Danke, dass ihr diesen großartigen Job macht für unsere Stadt, für uns alle. Und es stimmt natürlich, Anerkennung und Wertschätzung drückt sich nicht nur in Worten aus. Selbstverständlich haben diese Kolleginnen und Kollegen, genau wie alle anderen auch, ein Recht auf gute Arbeitsbedingungen und faire Löhne. Dort, wo es öffentliche Unternehmen unserer Stadt sind, wie bei der Hochbahn und der VHH, wollen wir als Eigentümer dafür sorgen. Das haben wir im Koalitionsvertrag bekräftigt und das tun wir auch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist das eine. Aber etwas völlig anderes ist es, sich als Politik, als Staat in laufende Tarifverhandlungen einzumischen und Tarifpositionen hier im Parlament bewerten zu wollen. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Kolze, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Frau Submann. Bitte, Frau Submann. Vielen Dank, Herr Kolze. Sie sprachen jetzt gerade von der Einmischung. Ihre Fraktion hat zusammen mit der Grünen-Fraktion im Jahre 2018 einen Antrag eingebracht, der da hieß, dass die Tarifverhandlungen dort, wo die Stadt Einfluss hat, genutzt werden sollen, um den 12-Euro-Mindestlohn herzustellen. Finden Sie, dass das falsch war? Also, ich will Ihnen jetzt mal den Unterschied zwischen Mindestlöhnen und Tarifautonomie erklären. Das ist. Ich hatte eigentlich gehofft, dass mir das erspart bleibt. Wir sind doch, weil, das muss man ja ehrlicherweise sagen, wir haben seit langer Zeit eine schwierige Situation auch für die Gewerkschaften an verschiedensten Stellen, dass die Tarifbindung abnimmt. Und unser Job ist es, auf der einen Seite zu sorgen, dass die Leute nicht ganz nach unten durchgehen, dass es eine Sicherung nach unten reinziehen. Das ist der Hintergrund für die Mindestlöhne und auch dafür zu sorgen, dass nicht der Staat den sozialen Ausgleich, der ja ansonsten an vielen Stellen zu zahlen ist, dass das nicht allzu sehr aufufert. Das ist der Hintergrund für Mindestlöhne und das ist auch etwas, was wir hier gesetzlich geregelt haben und wozu wir auch natürlich stehen. Aber der andere Punkt ist, dass Tarifautonomie eben etwas ist, was ein wichtiges Gut ist. Und wenn wir dafür sorgen wollen, dass wieder bessere Löhne in zahlreichen Bereichen, die ja hier immer wieder jetzt gerne angeführt werden, eine Chance bekommen, dann müssen wir die Situation der Gewerkschaften in diesen Bereichen stärken. Und das ist das, was wir uns in dem Koalitionsvertrag vorgenommen haben, dass wir nämlich Stück für Stück für eine bessere
Mitbestimmungskultur und für eine Stärkung der Tarifautonomie in den Unternehmen sorgen. Und nicht nur in den Unternehmen der Stadt, sondern auch darüber hinaus, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und also warum es grundsätzlich wichtig ist, dass Gewerkschaften eine wesentliche Rolle spielen und dass warum Tarifautonomie in unserem Grundgesetz auch verankert ist, das will ich hier denn doch nicht mehr in allen Einzelheiten, können wir gerne bilateral denn nochmal deutlich bereden. Ich kann nur davon raten, dass wir in aktuelle tarifliche Auseinandersetzung als Bürgerschaft, als Legislative hier an dieser Stelle Einfluss nehmen. Und das ist auch ein Bärendienst, den Sie den zuständigen Gewerkschaften an dieser Stelle erweisen. Die brauchen sich weder treiben lassen, noch uns sozusagen für unsere Hilfe an dieser Stelle. Die kriegen das ganz gut alleine geregelt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kolze, gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage von Frau Sudmann? Ja. Bitte. Vielen Dank, Herr Kolze, auch für die zweite Nachfrage. Den Antrag kann ich Ihnen auch gerne noch mal zeigen, aber egal. Es geht darum, dass der Senat über Aufsichtsräte und so weiter durchaus auch den Arbeitgeberverbänden Einfluss nehmen kann. Und das ist genau der Punkt, den ich hier vom Senat gefordert habe. Und da wünsche ich mir eine Unterstützung von Ihnen. Das greift nicht in die Tarifautonomie ein, wie Sie es gerade beschrieben haben. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, beziehen Sie sich auf die aktuelle Auseinandersetzung, die gerade eben auch der Anlass für die Demo unter anderem war, die Sie am Freitag hatten. Und ich kann nur davor warnen, dass Sie sich, die Versuchung ist natürlich groß, sich mal ganz schnell sozusagen im Grunde nach Honig zu suchen, nicht? Also wo gibt es eine Auseinandersetzung in der Stadt, auf die man sich setzen kann und dann zu hoffen, dass andere sozusagen dann etwas aus dem Feuer haben und man dann sagen kann, hier haben wir doch an eurer Seite gestanden. Ich warne dafür, dass man diese Tarifrunden missbraucht und politisch sozusagen ein falsches Signal an dieser Stelle setzt. Und eins dann vielleicht abschließend. Wir sind dabei, gute Arbeit in Hamburg voranzubringen. Wir wollen das mit den Mitteln, die wir sozusagen auch in der Parlamentarismus haben, auch ein Stück weit stärken. Das hat was mit Tariftreue zu tun, das hat was mit unterschiedlichen Mindestlöhnen zu tun, das hat etwas damit zu tun, an welchen Stellen eigentlich gedreht werden muss, nehme ich Vergaberecht mit dazu. Da gibt es tausend Themen, an die wir denken müssen, wo wir unsere Verantwortung auch haben, dafür zu sorgen, dass Gewerkschaften stark sind. Und das ist auch unser Ansatz. Da wollen wir weiter dran arbeiten. Schönen Dank. Vielen Dank, Herr Kolze. Jetzt bekommt das Wort Frau Demirel von der Fraktion Die Grünen.